ich habe hier mal eine Sprachnachricht bekommen von einem relativ bekannten Landwirt, der Direktsaatverfahren anwendet, also schon eine sehr CO2-positive Landwirtschaft macht, sozusagen. Und der hat hier eine kleine Sprachnachricht geschickt, warum wir denn jetzt hier demonstrieren. Ich lasse das jetzt einfach mal ablaufen, während hier die Bilder so durchlaufen. Ja, hallo Leute, ich muss mich jetzt auch mal zu diesem ganzen Thema mit dem Demonstration melden, weil was ich jetzt bisher in den Medien gelesen habe, die wissen gar nicht so richtig, warum wir demonstrieren. Deshalb, wenn euch das passt, was ich hier erzähle, leitet es bitte weiter. Ich hoffe auch mal, das kommt irgendwo hoch in eine Orga-Gruppe, sonst sollen die auch ihren Saft dazu geben. Und ich hoffe auch mal, das kommt irgendwo an die Medien, damit die einfach mal wissen, worum es uns geht. Also folgendes, viele Medien, die denken ja, es geht uns um das Agrarpaket und wir wären gegen den Insektenschutz. Und das ist ja total falsch. Es geht einfach nur darum, dass das Agrarpaket und viele andere Sachen, was im Moment los ist, das ist einfach der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat und wir haben einfach den Papp auf. Und es geht um viel, viel mehr. Wir sind es als Landwirte ja gewohnt, von der Politik regelmäßig bei internationalen Verhandlungen als Austausch für Industrieexporte oder sonstiges geopfert zu werden. Derzeit sind wir aber außerdem auch noch der Schuldenbock für alles. Und das zehrt an den Nerven. Man tut, was man kann, arbeitet Tag und Nacht und soll an allem schuld sein. Wir Landwirte haben häufig die 35-Stunden-Woche schon am Dienstagabend voll, machen dann noch eine zweite Schicht, noch eine dritte und mit etwas Glück haben wir am Sonntag nicht mehr allzu viel Arbeit. Wir erfüllen schon lange Standards, die in keinem anderen Land der Welt gelten, zu Preisen, die unterhalb der globalen Marktpreise liegen. In vielen anderen Ländern schätzt man die Qualität unserer Produkte. Nicht umsonst exportieren wir Fleisch nach Russland, China, Milchprodukte nach China. Man schätzt die Qualität und die Sicherheit der Nahrung, die wir hier haben. Ich erinnere nur mal daran, dass Babymilch vor, wann war das, vor 4 Jahren in Deutschland ausverkauft war, weil das alles nach China ging. Das, was uns Landwirten die Kraft gibt, so viel zu arbeiten, obwohl wir mit unserem Können in der Industrie gerne genommene Mitarbeiter mit guten Gehältern wären, ist erstens das Gefühl, etwas Entscheidendes und Sinnvolles zu machen. Nahrung ist essentiell. Fällt euch was Wichtigeres als Nahrung ein für den Menschen, damit er leben kann? Das zweite, was uns die Kraft dazu gibt, ist die Arbeit in und mit der Natur. Natürlich gibt es hier und da auch mal schwarze Schafe und das muss natürlich auch verfolgt und bestraft werden. Das geht nicht. Aber bis auf diese wenigen Ausnahmen ist jeder Landwirt ein Naturschützer. So sind wir doch welche der wenigen, die noch in der Natur leben und von der Natur leben und natürlich mit der Natur leben. Uns wird unterstellt, am Nitrat im Grundwasser schuld zu sein. Jedoch sind die Einträge aus Klärwerken und Kanalisation und vom Mischwasser, wenn es einfach mal zu viel regnet, dass die Klärwerke das nicht alles packen können, etwa vergleichbar. Gemein sind die Einträge in die Nordsee, in die Flüsse, ins Grundwasser, alles in Summe. Nitrat ist hauptsächlich von der Bodenart abhängig und weniger von der Gülle oder Viehdichte. Zum Beispiel gerade unter der Heide, was Wald ist, sind die höchsten Werte zu finden und da düngt keiner. Hohe Nitrat-Messwerte korrelieren sehr häufig nicht mit der hohen Viehdichte. Gülle ist außerdem weniger auswaschungsgefährdet als Mineraldünger.
Hohe Nitratgehalte korrelieren aber auch häufig mit der Wasserentnahmemenge. Wo zu viel entnommen wird, sind die Gehalte höher. Sollte man mal drüber nachdenken. Nächster Punkt. Am Klimawandel sollen wir auch schuld sein. Und dabei sind es doch Pflanzen, die sind Pflanzen doch das Einzige, was durch Photosynthese CO2 aus der Luft rausholt. Nahrung besteht, wenn wir jetzt mal das Wasser da drin ignorieren, etwa zur Hälfte aus Kohlenstoff. Man könnte mal ganz grob sagen, Nahrung ist gebundenes CO2. Nur sind wir bei dieser Umwandlung, weil wir auch mal ein bisschen Pflanzenschutz verbrauchen, Dünger, Licht, Diesel etc. natürlich nicht beim Wirkungsgrad von 100%. Aber all das in Summe zusammen entspricht etwa den Emissionen des Energieverbrauchs vom Internet oder einem Bruchteil jeder anderen Sparte. Aber selbst daran arbeiten wir. Geht das Glyphosat, da wird es einen immensen Rückschritt geben, weil irgendwie müssen wir die Unkräuter wegkriegen. Und das wird in der Regel dann über Bodenbearbeitung geschehen. Bodenbearbeitung bedeutet Sauerstoff in den Boden bringen, Bodenstrukturen zerstören, Exudate, Humus im Boden abbauen bzw. verbrennen und damit erzeugt man jede Menge CO2. Und obendrauf kommt noch der erhöhte Dieselverbrauch. Das wäre ein ganz gewaltiger Schritt in die falsche Richtung. Am Insektensterben sollen wir auch noch schuld sein. Dabei verschweigt die Krefelder Studie, dass es um dieses Gebiet immer sauberer wurde. Viele Käfer brauchen Kuhfladen, Misthaufen oder einfach jegliche Form von Unordnung und Dreck, wo die sich einfach richtig wohlfühlen. Aber schon allein aufgrund der Gesetzeslage fehlt vielen Käfern diese Nahrung. Straßenbeleuchtung nachts ist auch noch ein ganz großes Thema. Fährt man einmal mit dem Motorrad nachts durch Belgien über die beleuchteten Autobahnen, muss man das Visier nicht einmal säubern. Das kann jeder Motorradfahrer nachprüfen. Das nächste ist nochmal Bodenbearbeitung, stört gerade die im Boden lebenden Nützlinge. Wenn wir wieder beim Thema wie vorher, weniger Bodenbearbeitung ist besser. Da darf man uns die Werkzeuge aber nicht vernehmen. Bin ich jetzt beim letzten Punkt. Worum es eigentlich auch hier geht, wir brauchen unsere Werkzeuge. Sonst leben wir bald wieder in der Steinzeit. Einfaches Beispiel, wird man einem Zahnarzt die Chemie verbieten und damit auch die Füllungen, das ist auch Chemie, und auch schon alleine die Reinigung, im Endeffekt sogar das Zähneputzen, das ist auch Chemie. Wenn der Zahnarzt dann bald nur noch die Zange hat und kein anderes Werkzeug, dann wird er wie unsere besten Landwirte auch bald sagen, dafür habe ich nicht studiert, ich habe keinen Bock mehr, tschüss, ich gehe woanders hin, wo ich geschätzt werde. So, ich hoffe mal, das findet regen Anklang, auch wenn es ein bisschen länger geworden ist. Ich hoffe einfach mal, es kommt irgendwie durch. Ich habe versucht, mich gut zu fassen.